Hier bin ich. Gleich nach dem Intro sehen wir uns beim Gartencoaching wieder. Alle Tiere und die gesamte Natur sind meine Freunde, die mir beim Bewältigen noch so schwieriger Situationen helfen. Gemeinsam mit ihnen gibt es eine Menge zu tun. Hallo Leute, heute lade ich euch ein, gemeinsam mit mir einen Zierbaum sowie einen Zierstrauch zu bewundern. Zunächst nehmen wir den Zierbaum genauer unter die Lupe. Die hängende Kätzchenweide. Ein extra für kleine Gärten aus der Saalweide gezüchteter Baum. Botanischer Name Salix caprea. Gattung der Weiden botanisch Salix. Verbreitungsraum von Europa bis Asien. Blütezeit März bis April. Was den Standort angeht, die Kätzchenweide ist nicht besonders anspruchsvoll, denn einer ihrer typischen Merkmale zeichnet sich dadurch aus, wichtige Nährstoffe aus fast allen Böden zu ziehen. Einzig auf ausreichend Sonnenlicht sollte man achten. Je mehr Sonne ihr gegönnt wird, desto intensiver bildet sie ihre wunderschönen Blüten aus. Seht nur! Sind die nicht wutzkrabbelfix schön? Ein Fest für alle Frühinsekten wie Zitronenfalte und Wildbienen. Diese Weiden überstehen kälteste Wintermonate und machen etwaigen Winterschutz obsolet. Aber jetzt zu einem fast exotischen Zeitgenossen und wunderschönen Zierstrauch. Die Segelblume. Diese Pflanzengattung stammt aus der Familie der Kreuzdorngewächse. Einige Arten werden auf Deutsch fälschlicherweise auch als kalifornischer Flieder bezeichnet, da sie vermehrt an der nordamerikanischen Westküste beheimatet sind. Botanisch allerdings nicht korrekt, da sie mit dem Flieder nichts gemein haben. Dieses eindrucksvolle Exemplar Ceanotus Blue Mound ist eigentlich ein Hybrid für die gärtnerische Zierpflanzung. Wuchshöhe zwischen einigen Zentimetern und 3 Metern. Zwei kalifornische Arten können jedoch bedeutend höher wachsen. Die Mehrzahl der Ceanotus-Arten ist immergrün. Wow! Was für magisch blaue Blütenrispen! Und die Hummel ist selig vor Nektarglück. Aber Vorsicht! Fast alle Arten wachsen auf Felsen, in trockenen Wäldern, auf steinigen oder sandigen Böden. Deswegen sind sie gegen Trockenheit und Salz regelrecht immun. Was sie aber gar nicht mögen, ist Bodenfeuchtigkeit und Nässe. Schattige Standorte mögen sie eigentlich auch nicht. Trotzdem musste ich aus Platzgründen meinem Blue Mount gut zureden und setzte ihn an einen Halbschattenstandort. Darum grenzt es auch an ein Wunder, dass ich ihn nach mittlerweile 5 Jahren immer noch bewundern darf. Ich denke, ich war einfach sehr wutschmeichelfix zu ihm. Haltet die Ohren steif und die Umwelt sauber. Ein fröhliches Juhu! Bis zum nächsten Mal.
zur nächsten Folge. Eure Frau Minze.